Das habe ich die beiden Verletzten noch. Die machen jetzt Aufbautraining. Da läuft ein Mercedes da hinten. Und hier vorne, unser Renner hier, unser Rotrenner. Unser Ansi. Immer fleißig. Mit dem besten Fitmacher der Liga. Mit Bastian. So ist er. Den machen wir nochmal. Richtig, gibt ja ohne Tester. Logisch, so wollen wir das sehen. Ich drücke den Jungen ja auch die Daumen, dass er bald wieder mit vollem Mannschaftstraining ist. Und natürlich unseren MSG auch, unseren Engländer. Dann haben wir natürlich geile Außenstürmer. Dann haben wir mit Bagheera da. Und jetzt kommt unser Dembe auch noch, Dembe. Also da sind wir gut bestückt mit. Ich sage euch eins, das ist meine Meinung, du gewinnst nur Spiele über der Außen, da ist noch ein bisschen Platz. In der Mitte ballt sich das alles und dann wird das eng. Das haben wir ja auch in dem Bielefeld gesehen. Erste Halbzeit über die Flügel gespielt, hätten wir das Ding schon klar machen müssen. Aber wir wollen nicht meckern, die spielen guten Ball im Moment. Und das sieht so aus, als wenn sie immer besser werden. So, der Junge ist auch kaputt da hinten, am Merci von der Rennerei. Aber den Kleinen kriegst du nicht kaputt, ne? Alles klar. Der marschiert noch, wenn du den nicht abbremst, wenn du den Stecker nicht ziehst, dann rennt er noch heute Abend hin und her, unter Flutlicht. Alles klar, oder guckt sich das Spiel an mit der U21 in Nordersee, da rennt er auch noch hin. Alles klar. Nur der HSV, guter Junge, beides gute Jungs. Alles Gute, nur der HSV, tschüssi. Schönen Gruß von Höllenpeter hier, aus dem herrlichen Volksberg. Ich glaube, es gibt bald Gewitter. Alles klar, hau rein, ist Tango, tschüssi.